Hallo zusammen, es geht weiter mit Andorn. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich. So, ich habe es endlich geschafft auf Level 73 und kann die Hauptmission weiterspielen. Ich musste ja Level 73 werden, um nach Cynthias Mutter suchen zu können. Es wird ja vermutet, dass Cynthias Mutter mit Cynthia, sie ist ja Biologin, irgendwas Komisches angestellt hat, da Cynthia ja scheinbar in der Wüste diese Riesenwürmer anlockt. Was die anderen nicht wissen, das hat hier ja mein Charakter schon in so Zwischensequenzen mitbekommen, ist, dass Cynthias Mutter wirklich wohl was damit zu tun hat. Was genau, weiß natürlich niemand, ich auch nicht. Daher würde ich jetzt vorschlagen, treffe ich mich mal mit Cynthia. Die wird, gehe ich mal stark davon aus, vom Schrottplatz, ja, vom Schrottplatz auf mich warten. Also bei Level 73 zu werden, habe ich noch so ein paar kleine Nebenmissionen gespielt und habe zugesehen, dass ich den Terminplan einigermaßen abgearbeitet bekomme. Das ging jetzt sogar schneller als gedacht, da ich jetzt auch wieder einem Lager beitreten konnte. Das heißt, ich hatte noch Lagermissionen, die ich spielen konnte. Natürlich die Frage, wie lang das Lager bestehen bleibt. Wir sind nur 6 Leute aktuell. So, dann wollen wir mal hören, was die hier zu erzählen hat. Hier zur Werkstatt der Owls. Ja, die ist ja hier drin. Also ich muss zur Werkstatt der Owls und also wann ist die Werkstatt der Owls da draußen? Und Cynthia rennt weg. Na gut, dann ist die andere Werkstatt mit gemeint. Das ist die Werkstatt an der Rennstrecke. Gott. Was ich auf jeden Fall noch mitnehmen, wenn ich hier durch die Wüste latsche. Ist hier alles, was ich an Ressourcen finden kann. Denn um im Level, um meinen Charakter, meine Ausrüstung etc. weiter aufleveln zu können, werde ich hier eine Menge Zeug brauchen. Das ist ja immer so. Jeder Stufenschritt, das geht ja mal in 10er Stufen, setzt ein gewisses neues Gebiet voraus. Und um in dem Gebiet bestehen zu können, steht ja um Ressourcen Level 4 und mein Charakter muss Level 70 sein. Und um dann, wie gesagt, bestehen zu können, benötigt man meistens auch die Materialien, die es nur in diesem Gebiet gibt. Sonst wäre das ja langweilig, das Gebiet zu erkunden. Ein bisschen Drachenfrucht mitnehmen. Das Einzige, was hier rar ist, ist logischerweise Holz in der Wüste. Das gibt es aber auch. Es gibt so ein paar Sachen, bei denen man Holz zum Aufrüsten braucht. Da muss man hier halt die Palmen fällen. Gut, wir kriegen jetzt einen Transporter gestellt. Da muss ich fahren, Gott. Und da ich jetzt auch Level 73 bin, kann ich jetzt auch den Tutorial-Leitfaden 26 weiterspielen. Ich muss noch wieder eine Waffe bauen, aber die kann ich erst bauen, wenn ich Level 73 bin, denn erst dann, meine ich, kriege ich den Bauplan, aber das kann ich später nochmal kontrollieren. Forschungszentrum Isix, gut. Haben wir Forschungszentrum Isix,
Ja. Bevor ich weitermache, renne ich mal kurz zu dem. Ja, zu der. Zum Straßenschild der Kampftafel. Und schalte das frei. Denn dann kann ich hier später viel schneller hinreißen. Was natürlich jetzt sein kann, da ich im Story-Modus bin, ist das nicht möglich. Doch. Das Einzige, was ich hier jetzt nicht kann, sind Kisten einsammeln, die sich außerhalb des Story-Modus befinden. Aber wichtig war für mich jetzt hier, die Schnellreise zu haben. Denn da vorne ist nämlich noch ein Funkturm, der muss auch noch freigeschaltet werden. Das kann ich dann noch in Ruhe machen. Lege rote Rose unter die Dattelpalmen am Berghang, Gold. Ach, das ist dann wahrscheinlich ein Zeichen für die Mutter, die dann im Forschungszentrum hier arbeitet. Bin mir nicht ganz sicher, wie die andere gegnerische Fraktion heißt. Ich meine, die Eagles. Ich meine, die Mutter arbeitet für die Eagles. Oder wird gezwungen, für die Eagles zu arbeiten. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Das hat man in den Stories auch nicht so richtig gesehen. Also gibt es jetzt zu, dass die Mutter da wohl was mit zu tun hat. So, die Geschichte interessiert mich. Also, all meine frühen Erinnerungen sind von Experiment, dem biologischen Forschungszentrum, geprägt. Erst später erfuhr ich, dass die Frau, die für die Ebexe verantwortlich war, meine eigene Mutter war. Man sagte mir, ich hätte eine seltene tödliche Krankheit und würde nicht lange leben, aber meine Mutter versuchte, den Verlauf der Krankheit zu verlangsamen und ein Heilmittel zu finden. Sie sagte mir, sie liebte mich, aber das war eine Lüge. Meine Kindheit bestand aus endlosen schmerzhaften Tests und Einsamkeit. Aber es gab eine Zeit, in der ich glücklich war, als alle paar Monate einer der Forscher ein paar Tage mit mir verbrachte. Erst später erfuhr ich, dass es mein Vater war. Ich habe mit ihm zusammen eine wunderschöne Muschel in den Dünen nahe im Forschungszentrum ausgegraben. Ha, ein Wunder, oder? Wir haben tatsächlich eine Muschel in der Wüste gefunden. Er ermutigte mich, die Muschel in eine Halskette zu verwandeln, um meiner Mutter zu schenken. Aber am Ende war diese Halskette wie ein Stein, der im Ozean versank. Das ist so eine traurige Geschichte. Dann gab es bei einem Experiment irgendeinen Unfall. Naja, Dad hat mich nie wieder besucht und meine Mutter war es, die dieses verdammte Experiment geleitet hat. Aber wenn sie daran arbeitete, diese tödliche Krankheit zu heilen und dir eine Chance auf Leben zu geben, dann war es vielleicht auch für sie schwer. Klar, hat sie es behandelt. Aber was, wenn sie dafür verantwortlich war, dass ich die Krankheit überhaupt bekommen habe? Was? Ihre eigene Tochter war für sie nicht mehr als eine Versuchsperson. Vielleicht hätte sie mich sogar heilen können, aber sie wollte es nicht wegen ihrer Forschung. Also jetzt bist du... Entspann dich, ich bin geheilt. Weil ihre Forschung gescheitert ist und sie daher keinen Grund mehr hatte, mich zu quälen, war ich für sie wertlos. Aber wie hast du das alles herausgefunden? Vielleicht gab es ja ein Missverständnis. Warum sollte ich Zeit verschwenden, um einer wertlosen Versuchsperson ihre gescheiterten Forschung zu erklären? Tagebücher, Forschungsberichte, Experimentprotokolle, mitgehörte Beschwerden anderer Forscher. Ich habe mir die ganze verdammte Geschichte zusammengereimt. Das hätte ich nie gedacht. So, jetzt hören wir uns Cynthias Geschichte weiter an. Wieso bist du also zu den Olds gekommen? Nach
nachdem ich mich erholt hatte. Nachdem die Forschung gescheitert war, beobachten sie mich nicht mehr so genau. Eines Tages sah ich meine Chance und nutzte sie. Ich entkam aus dieser Folterkammer. Dann wurde ich von Zombies angegriffen. Miller hat mich gerettet. Er behandelt mich wie seine eigene Tochter. Und alle auf dem Schrottplatz sind wie eine Familie für mich. Erst nachdem ich den Olds beigetreten war, fühlte ich mich wirklich lebendig. Mit Autos so schnell fahren, wie ich will, und die endlose Wüste durchstreifen. Cynthia, die Olds, die einzig wahre Cynthia. Und Cynthia, die Old, ist auch die einzig Cynthia, die ich kenne. Warte, wir können später reden, sie kommt. Mal gucken, das ist die Mutter, ja. Mutter-Tochter-Treffen. Cynthia, du bist es wirklich. Ich bin so dankbar, dass du zu mir zurückgekommen bist. Aber was ist mit dir passiert? Wo bist du all die Jahre gewesen? Und wer ist da bei dir? Tu nicht so, als ob du dich um mich sorgst. Lass mich dir etwas fragen. Also schlecht übersetzt, dich etwas fragen. Mir ist aufgefallen, dass die Sandwürmer in der Wüste in der Zeit ständig versuchen, mich anzugreifen. Warum ist das so? Könnte das was mit den Experimenten zu tun haben, die du an mir durchgeführt hast? Was? Warum sollte der Koordinateneffekt so stark sein? Könnte es sein? Nein, wir können hier nicht bleiben. Cynthia, du musst mit mir kommen. Wir müssen dich aus der Wüste bringen. Es ist zu gefährlich, für dich hier zu bleiben. Was meinst du damit? Es würde zu lange dauern, das zu erklären, aber ich habe eine Idee, was passiert sein könnte. Aber ich brauche experimentelle Daten, um Details herauszufinden. Oh, du willst noch mehr Experimente an mir durchführen? Ha, ich wusste, du würdest dich nie ändern. Cynthia, ich weiß, wie sehr du diese Experimente hast, aber es gibt keinen anderen Weg, um den Koordinateneffekt loszuwerden. Ich habe genug von deinem selbstgerechten Quatsch. Du machst es jedes Mal, immer. Bitte, ihr beiden, ihr müsst hier weg. Eine Patrouille nähert sich und wenn wir jetzt nicht sofort losziehen, ist es zu spät. Verdammt nochmal, CB1971 LK, gehen wir und nehmen diese Frau mit. So, jetzt habe ich scheinbar die... Aha, da ist die... Erst ein Raven, jetzt ein Old Carrion. Spielt ein ziemlich raffiniertes Schachspiel. Ich hätte das von dir erwarten sollen, Viperia. Willst du sie jetzt einfangen? Keine Eile, du brauchst eine lange Leine, um einen Großfisch zu fangen. Du bist nicht neugierig, was die da treiben. Ja, das ist ja quasi die gegnerische Fraktion. Ich meine, das sind die Eagles. Sicher bin ich mir nicht. Muss ich 1400 Meter fahren? Im Gelände war? Naja, gut. Da darf ich wahrscheinlich keine Schnellreise hinmachen. Also ab auf die Straße, wollte ich gerade sagen. Halt! Nein! Da wollte ich hin. Wollte es mich auch freischalten. Ich meine, was Bestes kann mir jetzt ja nicht passieren, wenn ich hier mit einem fremden Auto vorbeifahre. Ach, konnte ich. Durfte ich nicht freischalten. Schade. Sandhorn, Wohnwagenplatz. Der wird wahrscheinlich auch ein Schnellreiseschild haben, ja. Darf ich das jetzt freischalten? Oder darf ich das auch nicht freischalten, weil ich noch im Story-Mode bin? Gucken, ob ich das freischalten darf. Ja, der durfte freigeschaltet werden, komisch. Aber mag sein, dass der andere... Das andere Straßenschild, der nämlich gerade war, wieder so eins ist, was erst bei einem, erst bei einer Mission falsch war. Wenn euch sind wieder diese riesen Bienen. Was? Erledige Zombies! Ach, erlediger Gott! Ich hab gedacht, ich müsste noch fliehen.
gemein doch. Den treffe ich nicht. Den darf ich nicht treffen. Die zählen auch dazu, die Viecher hier. Die Skorpione, nee, die scheinbar nicht. Gut. Darf ich wieder Auto fahren? Vielleicht habe ich auch drin. Wenn ich schon Auto habe. Ne, Auto darf ich nicht benutzen. Schade, Autos weg, Gott. Jetzt muss ich den Zombies zu Fuß entkommen. Auch interessant. Also ich bin neugierig, wie es wie gesagt weitergeht. Und die Geschichte war am Anfang ein bisschen verworren. Aber ergibt jetzt immer mehr Sinn. Weil das haben ja schon andere, besonders die Leute auf der Straße leben, schon gesagt, dass die Zombies von Menschen erschaffen worden sind. Also, Cynthia, du musst genau erklären, was hier vor sich geht. Warum bedeutet dieser Koordinateneffekt, dass ich ständig von diesen stinkenden Sandwürmern angegriffen werde? Es tut mir leid, Cynthia, ich wollte nie, dass das passiert. Ich habe den Überblick darüber verloren, bei vielen missglückten Experimenten, ich versucht habe, eine Testperson mit dem Koordinateneffekt zu erschaffen. Aha. Ich hätte nie erwartet, dass es bei dir auftauchen würde. Und sind es deine Experimente in den Forschungseinrichtungen, die all diese Zombies in der Wüste verursachen? Ich weiß es nicht, aber meine gesamte Forschung sollte eigentlich verhindern, dass all das passiert. Nun, ihr habt versagt. Diese riesen Sandwürmer haben den Schrottplatz angegriffen. Wir haben Wieselen verloren. Viele weitere wurden verletzt. Du hast recht, ich habe versagt. Ich bin eine Versagerin als Mutter und als Wissenschaftlerin. Warte, Cynthia, was hast du gerade gesagt? Riesige Sandwürmer? Wusstest du das nicht? Es gibt eine riesige Art von Sandwurm, der fast um euch zu besiegen ist. Sie haben kürzlich den Schrottplatz angegriffen. Das war als Wieseln. Sag mir nicht, dass nichts mit dir zu tun hat. Wer könnte sowas erschaffen, wer nicht ihr Wissenschaftler? Nein, Cynthia, ich habe wirklich keine Ahnung, wer diese Kreaturen vom Koordinateneffekt beeinflusst werden. Vielleicht gibt es eine Verbindung zu meiner Forschung. Es tut mir so leid, Cynthia. Ich werde einen Weg finden, um es loszuwerden. Ich werde die Dinge wieder in Ordnung bringen. Du bist so ein Heuchler. Was bringt es, das alles jetzt zu sagen? Der Schaden ist bereits angerichtet. Moment. Ist das etwa ein Bodenbeben? Sandwürmer? Ja. Oh, direkt neben mir. Das ist ja geil. Direkt, komm, aus mir raus quasi. Sandwürmer weitermachen. Oh, was jetzt? Ach so, jetzt habe ich die beiden verloren. Wo sind wir jetzt? Viperia, sieht so aus, als hätte das Oldbärchen all die Zombies angelockt. Ich bin überrascht, dass Carrie die Welt von Besitztümern bei den Olds versteckt hat. Walscher heißt der Typ, interessant. Das Sandmeer durchkäme, aber bevor ich das mache, gehe ich jetzt hier erstmal hoch. Schalte dieses Türmchen noch frei. Das sind ja mal wichtige Punkte in den Gebieten, diese Funktürme. Erstens gehört das sozusagen, ja, nicht zur Hauptmission, aber zum Hauptspiel dazu, diese Türme freizuschalten. Das sind ja immer die ersten Dinge, die man ganz oft in Missionen erledigen muss, Funktürme freizuschalten. Und oben mit einer Kiste sein? Nee, diesmal nicht.
Diesmal ist keine Kiste oben auf dem Turm. Das ist ja meistens auch immer der Fall, dass auf dem Turm punktum eine Kiste ist. Na, jetzt will sie ja nicht rutschen, Gott. Nee. Hier kann ich nicht rutschen, schade. Doch jetzt. Jetzt darf ich rutschen, Gott. Was ich auch dringend machen muss, ich muss meine Waffe irgendwann mal versuchen, so zu optimieren, dass ich ein größeres Magazin bekomme. Da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Das habe ich jedes Mal vergessen. Ich hoffe, ich darf das überhaupt. Caroline. Mutter ist ohne Tochter im Sand drin. Aha, jetzt muss ich nach der Halskette suchen. Die Cynthia mit ihrem Vater die Muschel ausgegraben. Hat und dann der Mutter eine Halskette geschenkt hat, aber scheinbar hat die Mutter das nicht so richtig interessiert. Ach, Cynthia ist hier drüben, interessant. Das ging aber schnell. Beruhige Carolines Ängste. Danke, danke, dass du meine Halskette und meine Cynthia gefunden hast. Geht es Cynthia gut? Warum schläft sie noch immer? Sie scheint nicht verletzt zu sein, aber es ist, als wäre sie in einem Albtraum gefangen. Ich werde die Hypnosetechnik ausprobieren, die ich von den Ravens gelernt habe. Ich hoffe, es hilft. Hypnotisieren. Moment. Ah ja, das hatte ich. So eine Mission hatte ich schon mal. Ich befinde mich jetzt sozusagen in Cynthias Albtraum. Also Cynthia sucht ihre Mama. Muss ich zu ihrem Kumpel. Der Kumpel ist wahrscheinlich... Ach nee, das sind zombieartige Wissenschaftler. Das sind riesen Sandwürmer. Aber wir sind mitten in der Wüste, hier an diesem Hochzeitspunkt, wo man heiraten kann. Na komm. Albtraum der Mutter und die Mutter träumt von diesen Viechern da. Gegen die habe ich auch schon öfters gekämpft. Das Blöde ist, die spawnen immer weg und stecken so viel Schaden ein. Wo sind sie? Selbst Headshots bringen da nicht viel. Mein Überleben allerdings rot. Wo seht ihr das Wasser? Oh, jetzt kommen wieder Wissenschaftler-Zombies hinter uns her. Das ist wahrscheinlich das, was das Mädchen ihrer Kindheit erlebt hat. Also nicht, dass es Zombies waren, aber die kamen mir wahrscheinlich vor wie Zombies. Die ganzen Wissenschaftler, die sie die ganze Zeit untersucht
haben und mit ihr Experimente gemacht haben. Not seeing things, check. Conscious and aware, check. All good. Ich höre das Gespräch zwischen Mutter und Tochter an. Schrottplatz. Also Cynthia kann ihrer Mutter nicht verzeihen. Sie will aber sein bereit, mit der Mutter Zeit zu verbringen. Ob es vielleicht doch noch was werden könnte? So, muss ich jetzt hin, 40 Meter. Ach, mit Millerchen sprechen. Den Riesenkoloss hier. Es beginnt der Kampf, da eine Old-Eagle-Konfrontation. Also doch, die Eagles, lag ich richtig. Ich war mir nicht sicher, ob es wirklich die Eagles sind. Jetzt muss ich wahrscheinlich auch gegen die Eagles kämpfen. Who dares run riot on my doorstep? Hand over Carolyn and the girl, or I'll flatten your little junk line. Wishful thinking. Panzer. Last chance. Hand them over. Also die kommen wegen zwei Leuten mit so einem Riesen. Enough, Major. I'm going back with you. I'll leave my daughter to you then. Oh, your daughter's coming too. She's the result of your research. I've got the formulas here. Just take me. No messing around. You know how I do things. This woman's no owl. You're not really gonna fight her, are you? Das war ein bisschen komisch, also. Die Eagles waren doch ein bisschen stärker ausgestattet, aber gut, sonst macht die Geschichte ja keinen Sinn mehr. Rede mit Cynthia. Und ich muss wahrscheinlich danach als ein Mann am Meer da rein und die retten. Helia, Basis, gut. Beim Arcane Bescheid sagen. Oh, ich hab den noch so einen Stand.
Dann bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Ja, jetzt muss ich wieder stärker werden. Ich hab's mir schon fast gedacht, sonst wäre es ja auch langweilig. Gut, dann sammle ich da vorne noch das Obst ein. Das heißt, ich muss jetzt dann gleich noch ein paar Missionen spielen, sei es so einfache Siedlungsmissionen oder Kampfmissionen im Team oder alleine. Ich hatte ja auch wirklich erstmal hier nur die Geschichte interessiert, wie es weitergeht. Aber muss man sagen, bleibt spannend. Hätte ich nicht gedacht. Dafür, dass das ja nur ein Mobile Game sein sollte. Also richtig gut gemacht. Klar, die Grafik hier. Wenn ich das über Steam und PC spiele. Ist halt kein AAA Grafiktitel, aber muss ich sagen, gut gemacht. Ich spiele das ja auch öfters mal auf dem Tablet. Da wirkt das richtig gut. So, dann gucke ich mir jetzt erstmal nochmal ein Abenteuer-Leitfaden an. Ich meine, wenn ich hier schon in der Wüste bin. Muss dringend was trinken, das ist in der Wüste immer wichtig. Und futtern muss ich auch noch was. Ist auch wichtig beim Essen. Man soll nicht zu schwer essen. Denn dann bin ich dann in Anführungszeichen zu fett und kann mich nicht richtig bewegen beim Kämpfen. So, und jetzt wollte ich einfach noch schnell. Ja, das durfte ich damals nicht, durfte ich nicht freischalten vorher. Den Haltepunkt, weil das wahrscheinlich hier zu der Helia-Basis zählt. So. Ich würde sagen, den markiere ich jetzt. Da gehe ich hin. Kämpfen darf ich da eh nicht, weil ich 76 sein muss. Aber ich kann den Funkturm wenigstens freischalten. Das konnte ich ja vorher im Story. Ne, da darf ich nicht rein. Da will ich auch nicht rein. Dahin will ich. Und hier ist ziemlich viel Gemüse. Mal gucken, ob ich das sammeln darf. Aber normalerweise darf man immer alles sammeln, wenn man das entsprechende Level des Ortes oder der Region erreicht hat, was hier so gedeiht. Am Anfang war es so, da war ich ja noch Level 50, weil ich nicht mehr gelevelt habe und wollte ja unbedingt hier die Sandsturm-Mission spielen. Die durfte ich spielen. Das war sozusagen die Abschlussmission von Season 1. Die durfte ich spielen, aber ich war nicht in der Lage, hier irgendwas einzusammeln, geschweige denn Tiere zu töten und die zu looten. Dieses Material, wie gesagt, ist wichtig. Daraus kann ich aus diesem Cholestin, beziehungsweise Zinnerz kommt da auch raus, aber aus dem Cholestin und Zinnerz kann ich Materialien gewinnen, um meine Waffen aufzurüsten. Und das wird wahrscheinlich auch gleich dringend der Fall sein. Ich könnte mir vorstellen, das habe ich noch gar nicht ganz durchgelesen, hier in im Handbuch Nummer 26, Kapitel 26, dass ich eventuell dann auch Level 80er Waffen bauen muss, wobei ich die noch nicht gesehen habe, dass es Level 80 Waffen gibt. Also ich meine, Level 70 ist das höchste aktuell an Waffen, oder ja, Level 70 aufsteigend ist das höchste an Waffenstärke, was man haben kann.
aber die Turm schalte ich jetzt noch frei und dann reise ich gleich mal nach Hause. Und guck mir mal, beziehungsweise Handbuch kann ich hier auch hier oben mir angucken. Das Spiel, wie gesagt, das legt ja auch gar nicht so einen Wert auf die Hauptstory. Ich glaube, die Story haben sie nur reingebaut, damit es als RPG durchgeht. Eigentlich ist ja wichtig, ja, die PvE und PvP-Elemente sind ja eher wichtiger, das gegeneinander kämpfen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch einige diese Story gar nicht spielen, aber man muss sie spielen, da man sonst nicht leveln kann. Also ich weiß nicht, ob man so durch die Geschichte rennen kann. Und das ist die fünfte Sendung, das ist perfekt. Und es dann schafft, schnell aufzusteigen, aber vielleicht doch. So, jetzt wollte ich aber, wie gesagt, einmal schnell gucken, was mein Handbuch hergibt. Da wurde jetzt was freigeschaltet, wahrscheinlich die Wüste. Ja, und da gibt es auch zum Schluss die Aurich-Insel. Könnte sein, dass ich da Level 80 sein muss. So, als nächstes kriege ich noch eine bessere Drohne, oder? Tragbare Drohne verbessern. Ah ja, perfekt, kann ich freischalten. Dann Drohne Level 2. Drohne Level 3. Also das Gebiet ist Wahnsinn. Da kann ich meinen Staubschutzanzug noch verbessern. Aber das ist ja nicht das, was ich wirklich gucken wollte, sondern mich interessiert ja die Geschichte in meinem Abenteuerleitfaden, was ich da noch machen muss. Kapitel 26, das ist durch. Das ist auch durch. Ja, ich muss jetzt nämlich den Stützpunkt auf Level 11 verbessern, aber auf Level 11 komme ich erst ab 73, das bin ich jetzt. Wenn ich auf Level 11 bin, bekomme ich entsprechende Baupläne und kann dann hier neue Möbel fertigen. Europäisch weißen Standspiegel an und Schachbreite in Möbel an, ja. Das werde ich jetzt mal schnell tun. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass mir jetzt wieder Materialien fehlen. Das ist ja immer so ein bisschen, wie sagt man so, die Katze beißt sich so in den Schwanz. Ich brauche Dinge, um weiterzukommen, aber um weiterzukommen brauche ich Dinge. Mein Vorteil ist jetzt, dass ich in der Wüste relativ viel, da wo es ging, Schnellreisepunkte freigeschaltet habe. So. Ah ja, stimmt, ich muss erst Level 11 werden. Halt. Ja, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann hier draußen natürlich jetzt mal im Schild gucken, wie ich meinen Stützpunkt aufrüsten kann. Das geht aber natürlich auch hier. Hier kann ich es natürlich auch mal mit dem Knöpfchen. So. Ah, ich muss Level 75 werden. Alter. Jetzt gucke ich mal, ob ich schon diesen europäischen Spiegel bauen darf. Ich glaube es aber nicht, dass ich ihn bauen darf. Halt. Werkbank ist hier. Ach, ist ja gar nicht. Ich muss ja an die Produktionswerkbank. So, diese welche. Und dann gucke ich mal, ob ich diesen europäischen. Nee, ich mache das anders. Bevor ich jetzt hier alles durchsuche, mache ich das lieber so Abenteuerleitfaden. Ach, jetzt muss ich ihn ärgern. Jetzt muss ich sagen, soll einen Weg finden. Ja, jetzt bin ich ja schon da. Na nochmal, wie heißt das Ding? Weißen Standspiegel, Gott. Das heißt, es ist natürlich dann Interieur, obwohl Interieur gibt es ja nicht, das ist wahrscheinlich Accessories.
auch nicht. Ja. Ach, Moment. Weißen Spiegel. Darf ich den überhaupt schon? Habe ich den vielleicht schon sogar? Nee, habe ich noch nicht. Hätte ja sein können, dass ich den irgendwann schon mal bekommen habe. Also da kann er nicht sein. Da ist er auch nicht. Da ist er hier, aber hier wird er nicht angezeigt. Ist auch schade, dass ich hier nicht suchen kann. Aber ich vermute, den darf ich noch nicht. Den darf ich wahrscheinlich erst bauen, wenn ich wie Level 75 bin. Ich könnte mir vorstellen, dass ich den vielleicht in einer Mission kriege oder als Levelaufstieg für 75. Denn hier ist weit und breit kein Spiegel. Da ist ein Walnuss-Toilettentisch, Holztisch mit Spiegel. Wieder ist schade, dass ich hier nicht. Ne, ich kann nirgendwo fertigen, ne. Da ist der Europäische Weg, ich darf ihn bauen. Ja, habe ich nur gedacht, ich muss Level 11 werden, um ihn bauen zu dürfen. Ja, gut. Dann muss ich mir jetzt Gedanken machen, wie ich höher komme. Ich weiß, dass vorher die Meldung kam, ich muss meine Kleidung waschen, dann tue ich das mal. Ja, gut, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als hier den Terminplan weiter abzufrühstücken, um hochzukommen. Also die meisten Punkte gibt es natürlich bei sowas hier, Festungspatrouille und wahrscheinlich hier verlorene Stadt, nehme ich an. Sonst so viele tägliche Sachen habe ich gar nicht, die viele Punkte bringen. Ja, hold the line, also Linie halten. Ja gut, das ist ja eher in Solo. Das gibt aber auch nicht ganz so viele Punkte. Da steht ja, erhalte eine große Menge Belohnung, wenn Aktivität 100 erreicht ist. Also, dieses hier unten, das macht, glaube ich, erst Sinn, immer zu spielen, wenn man das hier schon mal vorlad. Außenpostenauftrag. Ich gehe davon aus, also momentan, wie gesagt, das Spiel wird nicht mehr von so ganz so vielen gespielt. Zumindest behaupte ich mal so vielen, die in meiner Zeitzone oder in unserer Zeitzone sind. Mitteleuropäische Zeit. Außenpostenauftrag. Gut, kann ich gleich mal anklicken. Aber da werde ich jetzt wahrscheinlich kein Matchmaking finden. Dienstmission uns. Das darf ich leider nur auf dem Tablet hier wöchentliches teilen. Ja. Da bin ich noch zu schwach für. Geheimlabor. Das ist der Wochenmodus. Ja, wichtig ist ja hier der, eigentlich der Tagesmodus. Wobei es im Wochenmodus gibt es auch Punkte, dass man hier aufsteigt. Aktuelles Serverlimit. Man muss ja 480 zu werden. Aber wie gesagt, was ich ja vorher gesagt habe, ich bin mir sicher, dass ich kein. Dass es keine 80er-Waffen gibt, oder? Gibt es 80er-Waffen? Doch, 80er-Waffen gibt es auch noch. Gibt sogar tatsächlich 80er-Waffen. Aber die darf ich wahrscheinlich erst bauen. Die 80er-Waffen. Ja, da fehlen mir noch die Anleitungen. Sind noch ein bisschen andere Sturmgewehre. Wo da ist die AK? Ja, da muss man. Muss man Level 11 sein. Also ich muss Level 11 werden, um auch stärkere Waffen zu bekommen, Gott. Und meine Rüstung macht jetzt auch keinen Sinn. Ich habe die teilweise auf 76, 75, 74. Macht jetzt auch keinen Sinn, hier noch ein bisschen was zu friemeln. Da ich jetzt ja noch
warten müsste. Diese Aufgaben hier im Terminplan, das ist ja reale Zeit. Ja, wo sind wir hier? Reale Zeit. Also ich müsste jetzt wirklich bis 9 Uhr mitteleuropäischer Zeit hier warten, um das spielen zu dürfen. Aber Strahlungsinsel kann ich nur mit Lagermitgliedern spielen. Das bedeutet, es müssten um 9 Uhr dann auch genug Lagermitglieder sein, dabei sein, die mit mir auf die Strahlungsinsel fahren. So, das geht erst abends. Das sogenannte Bonfire Party, ja, Luftfahrtbasis. Das ist ja PvP. Das geht nur um bestimmte Uhrzeiten, immer von bis. Bleibt mir also nichts anderes übrig, als einen Cut zu machen und danke fürs Zusehen zu sagen. Macht's gut. Tschüss, bis zur nächsten Folge.